gehe vielleicht einen Weg, der unerforscht ist. Also ich tue Sachen, die sonst niemand tut. Ich gehe nicht in einem Wanderweg nach, sondern ich gehe gerade in die Wildnis rein. Und ich weiß nicht, was kommt. Über allem schon sehr naturverbunden und allem schon einen speziellen Bezug zur Natur und ihre Bewohner oder Geschöpfe gehabt. Und deswegen spielt die Natur in meiner Kunst die Hauptrolle. Das ist der See, ja? Aber wir müssen auf die andere Seite umgehen. Ganz um mich bis nicht. Ja, ungefähr. Ja, nicht leicht, aber wenn es gelingt, wird es super. Temperaturmäßig. Nicht so schlimm. Geht, oder? Ich kann schon sagen, dass ich beim Bodypainten in einem Zustand bin, der anders ist als der Alltag jetzt. Ich bin auch sehr konzentriert und bin ganz bei der Sache. Ich glaube, dass es auf jeden Fall etwas Mysteriöses ist. Und ich vermute mal schon, dass es mit dem rituellen Bodypainting, das ja sehr alt ist, zu tun hat, beziehungsweise im modernen Bodypainting die Wirkung von der Kunstform auch wieder zum Vorschein kommt. Also es hat auf jeden Fall einen Effekt auf mich und auch auf die Modelle. Es ist einfach ganz ein spezielles Gefühl. Mein Lieblingsteil. Boah. Hast du mal probiert, die Ahnung, das Fahrrad zu kriegen? Naja, beim Tuffeltag. wieder weg, oder? Ich bin sehr kritisch mit mir selber, also bevor es nicht perfekt ist, ist es nichts. Wow, jetzt haben wir ein bisschen blau in den Augen. Wenn ich damit angefangen habe, habe ich mir nicht vorstellen gekannt, davon leben zu können. Aber ich war trotzdem so überzeugt. Ich habe mir gedacht, ich will das unbedingt machen. Und seitdem hat es immer aufgehört. Ja, jetzt kommt's. Wow. Good job, this house.